Und Koks vielleicht, ja, Koks und Heroin. Aber hey, Cannabis ist ja, pff, nö. Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Ja, ich habe immer noch mein Provisorium, dauert doch etwas länger wegen Corona. So, ich komme zu einer Zuschauerfrage von Dieter Rohrwild. Du wolltest wissen, wie oft ich das psychisch versucht habe. Eigentlich nur einmal, aber das ist sehr lange. Die Rückschläge dort waren meistens künstlicher Natur. Also entweder von außen mit beeinflusst, so dass die treibende Kraft nicht ich wirklich war. Und manchmal, aber das war meistens dann so, habe ich mit meinem eigenen Minderwertigkeitskomplex zu tun gehabt oder mit meiner eigenen Ängsten und solchen Sachen und triebgesteuert teilweise. Und ja, habe halt immer versucht, das dann zu betäuben. Ich dachte immer, die Berichte, die ich gelesen habe, zum Beispiel im Stern, und das, was auch der Haupttherapeut bei Daytop mir immer gesagt hat, einmal Junkie, immer Junkie, so nach dem Motto, wenn man einmal drauf ist, kommt man nie wieder davon weg. Das habe ich so verinnerlicht und geglaubt, dass ich dann gedacht habe, ich muss einen Weg finden, damit umzugehen. Weil draufgehen war keine Option, ich wollte ja nicht sterben. Aber das war halt nicht wahr. Das ist halt nicht die Wahrheit. Das ist einfach gelogen. Was war es? Wenn man es einmal ausprobiert hat und das kennt, kann es schon sein, dass man der Ansicht ist, es könnte einem helfen, ohne es zu merken, dass eigentlich die Substanz gerade dabei ist, die Steuer zu übernehmen. Wenn man das einmal bewusst mitkriegt, oh scheiße, jetzt ist es soweit, ich schaffe das nicht mehr. Bist du sogar bereit dafür, eine Beziehung zu beenden zum Beispiel? Ich habe hier ein Video über die Diana, wie ich sie kennengelernt habe und so weiter. Und damals war es halt bei der so, dass ich die Beziehung beendet habe, aufgrund dessen, weil ich auf dem besten Weg war, richtig krass rückfällig zu werden. Und weil das stärker war, der Sog dahin war stärker. Weißt, da hätte ich noch die Kurve kriegen können, wenn ich wollen hätte. Aber wollen habe ich nicht mehr wollen können. Ja, wollen habe ich nicht mehr können, genau. Das Material war schon wieder stärker. Ich habe mich schon wieder so gezogen, ich wollte dann einfach drauf sein. Ich wollte dann da irgendwas wegmachen und weiß ich nicht mehr genau, was das war. Irgendein Schicksalsschlag wahrscheinlich oder Dummheit, einfach mal probiert, mal wieder, ja, weiß nicht, glauben wollt. Weil das stimmt schon. Wenn ein Junkie einmal Heroin wieder nimmt, dann kann es schon passieren, dass er ganz schnell wieder drauf ist. Es kann aber auch sein, dass es ein einmaliger Ausrutscher bleibt. Dass man einmal einen Ausrutscher hat und dann bleibt es dabei und schafft es auch wieder zurück, ohne dass man gleich wieder Therapie rennt und alles. Aber wenn man die Meinung hat oder wenn man merkt, hey, upsala, ich schaff das nicht, hey, irgendwas stimmt nicht, dann sollte man sich auch die Hilfe suchen und die annehmen, die es gibt. Weil es gibt genug. Ich habe zum Beispiel ein Problem mit dem anonymen Narkotiks, weil es auch so wie die anonymen Alkoholiker einen auf Kirchenfritzen machen, weil es halt ja, zu Gott finden. Und da ich ja überhaupt nicht gläubig bin, wäre das nur ein Streitthema, weil ich ja ständig so mit dem Thema dann konträr, also ich kann nicht, das geht überhaupt gar nicht. Aber die haben gute Ansätze, auf jeden Fall. Und diese findet man auch im Internet, wenn man es wissen möchte, dann kann man das auch so
lesen und verinnerlichen. Da muss man aber schon eine Therapiesättigung haben. Wer noch keine hat, sollte das auf gar keinen Fall einfach so für sich entscheiden, dass er meint, er muss jetzt da ohne Therapie aufhören und das Ganze versuchen. Du kannst das, ehrlich. Aber das geht meistens nicht gut aus. Ja, bei den wenigsten geht es gut aus. Zu deiner Frage noch einmal. Also angefangen hat das, da war ich vielleicht 3 Jahre drauf. Ja. Da wollte ich dann schon das erste Mal richtig aufhören, wo ich darüber nachgedacht habe, ich muss eine Therapie machen, ich suche mal jetzt einen Drogenberater und tra. Und dann kam ja die U-Haft dazwischen und dann habe ich von dort aus Therapie gemacht, aber da war halt dann schon alleine aufgrund dessen, weil mich jemand zwingen wollte, das für mich einfach noch nicht abgeschlossen. Ich hatte es und ich wollte es, weißt du, musst jetzt abschließen. Dieses, ich möchte jetzt aufhören, ist das eine. Dann diesen Ding abschließen und auf geht's zum Ziehen und von dort aus auf Therapie und dann die einen Schritt nach dem anderen. Da passt es nicht, dass da irgendeiner irgendwas zwischen die Beine haut. Aber so war es halt nun mal. Ist halt Schicksal gewesen bei mir. Ja, und ich war halt dann nicht mehr bereit dafür. Schräg gar nicht, weil ich ja gemeint habe, Cannabis wollte ich gar nicht aufhören. Hey, wie kommt es denn überhaupt drauf? Hey, nur Heroin hat mir ein Problem gemacht. Und Koks vielleicht, ja, Koks und Heroin. Aber hey, Cannabis ist ja, nö. Aber wenn du auf Therapie gehst, dann heißt es entweder alles oder gar nichts. Da musst du halt dann bereit sein dafür, zu sagen, ja, okay, ich möchte mit allem aufhören. Und dann wird dann natürlich auch eingeredet, dass du natürlich nach der Therapie mal wieder Bier trinken kannst. Ist überhaupt kein Problem, wenn du das im Griff hältst und im Maßen machst. Aber du darfst gar nichts Illegales mehr ausprobieren, weil das hängt irgendwie kausal zusammen. Am Arsch hängt da was zusammen. Das Einzige, was zusammenhängt, ist, wenn du auf der Straße kaufen musst, dass du da an alles geraten kannst. Unter anderem auch natürlich an andere Substanzen, das ist gar kein Ding. Und auch wenn du privat jemanden kennst, kann das sein, dass der entweder das besorgen kann oder das hat. Aber du musst ihn schon selber fragen. Wenn es ein Kumpel ist, dann musst du ihn selber fragen. Und der wird dann nicht von sich aus dir das anbieten. Weil er genau weiß, was das mit einem macht. Wenn es ein Arschloch ist, bietet er das an. Dann weißt du aber, was du zu tun hast. Du suchst einen anderen, weil du weißt, das ist ein Arsch. Sonst hättest du nicht einfach so angeboten. Es sei denn, er ist selber drauf und konsumiert vor dir und du wärst neugierig, selber schuld. Wenn du fragst, selber schuld. Meine Meinung. Auf jeden Fall ist es ja bei jedem Mal, wenn man Rückfall dann auch hat, wenn man mal so drauf ist, dass man affig wird, dann ist man auch sofort am nächsten Tag wieder affig. Das heißt, du musst wieder erst einmal damit dort, man kann es wieder eine Zeit lang nehmen. Du kannst es ja wieder versuchen runter zu dosieren. Ich habe es echt ein Jahr lang probiert, alle paar Tage entzogen und wieder drauf entzogen, wieder. Und ich habe es einfach nicht geschafft, weil dauernd irgendwas passiert ist, irgendein Kleinkram. So Pillepalle wie der Vermieter hat sich angemeldet und will die Wohnung sehen. Yeah. Termin ausgemacht telefonisch, Zeug besorgt, damit ich nicht affig bin, die Wohnung auf Vordermann braucht, damit er reinkommen kann, damit er nicht sieht, dass ich drauf bin. Natürlich hat er mal ein Gespräch gedrückt, er wollte mir mal Wohnung kündigen. Das war nach der Therapie, kurz vor der zweiten Therapie schon wieder. Ja, ich war drauf, aber ich habe immer meine Miete bezahlt. Ich habe gearbeitet bis zum Ende und ich habe mal halt dann ein Entgiftungsblatt wieder gesucht gehabt. Und dann kommt es, dass mich erwischen mit diesem blöden, wo der eine da mit seinen 5 Gramm, eine Jugendliche da, der, dem ich es verkauft habe, der war 17 und dann hat er das halt, ja, es ist halt scheiße gelaufen. Klar war es, vielleicht hätte ich es nicht tun sollen. Das ist auch egal. Ich habe selber nicht gekifft, aber ich war drauf. Ich habe das Hasch verkauft, damit ich mir das andere habe finanzieren können. Weil sonst hätte das nicht funktioniert. Der Richter wollte mir unbedingt 4 Jahre donnern und dann mit Berufung und Revision zum auf 3 runterkommen, aber er wollte mich nicht auf die Therapie, von der Therapie, ich war in Friedberg auf Therapie und er wollte mich aber nicht lassen, also musste ich von dort aus in den Knast. Und zwar spätestens, wenn die Therapie zu Ende ist.
Und das hat mich so geflasht, dass ich gesagt habe, du spinnst wohl, ich komme nicht zurück nach Bayern. Ich werde jetzt erst einmal hier in Frankfurt, in Hessen erst einmal, ja, kannst du ja mal googeln. Schau dir mal ein Video an, Frankfurt, Bahnhofsviertel. Da war ich eine Zeit lang und dann bin ich halt auch wieder zurück. Und als wir dann schon wieder eingesperrt haben, immer noch wegen demselben Ding, ja, wegen den 5 Gramm Hasch da, habe ich es halt nochmal probiert. Nachdem mein Verlobter an einer Überdosis gestorben ist. Habe ich es nochmal probiert. Und bin, nachdem ich dort versucht habe, mir Überdosis zu machen, aber das Zeug war halt zu schlecht, das war ein Witz, ich war bloß zu, aber das Zusein hat mir wieder ein bisschen ein Glücksgefühl gegeben und dann bin ich da aus dem Knast raus auf Therapie geplant. Keine Steine mehr im Weg, ab nach Berlin in die Nachsorge, keine Steine mehr im Weg zu meiner Partnerin, keine Steine mehr im Weg, kein Age mehr, kein Koks mehr, nichts mehr. Cannabis hat mich auch nicht mehr interessiert zu dem Zeitpunkt. Mir ging es gut. Ne? Und dann kam die Fibromyalgie. Ich habe die ganze Zeit über Schmerzen gehabt. Das kann, ich mache mal ein extra Video dazu. Ja. Auf jeden Fall ist das so ein kurzer Überriss von dem Ganzen, von deiner Frage. Das erste Mal aufhören wollte ich tatsächlich, da war ich gerade mal 3 Jahre drauf. Nach meinem ersten fetten Entzug mit der Franziska. Und dann sind so Sachen passiert, Herr. Dann wollte ich eine Zeit lang nicht mehr, dann war ich eine Zeit lang clean. Ja. Und dann bin ich wieder rückfällig geworden. Ich glaube, heute bin ich so weit, dass ich sage, egal was kommt, Opiate sind überhaupt gar kein Thema mehr. Also so, solche, von dieser Klasse Heroin oder Morphium oder Fentanyl oder sowas, das ist uninteressant für mich. Wenn ich Opiate nehme, dann bleibe ich bei meinen Tilidin, die 200 Milligramm am Tag. Wenn es hochkommt, 250. Ich habe extra nochmal 50 Milligramm, wenn ich Schmerzspitzen habe. Aber die brauche ich nur ganz selten extra noch dazu. Aber das ist kein Glücksgefühl mehr. Also das Tilidin, was ich nehme, ist gerade mal therapeutisch so, dass ich immer noch ganz leicht meine Schmerzen spüren kann. Aber das ist echt auszuhalten. Das ist lächerlich, weil ich habe mein Cannabis dazu. Und das macht es dann erträglich. Ja, ich glaube, ich habe jetzt das beantwortet. 5 Jahre lang hat der Kampf ungefähr gedauert, kannst du sagen. Mit allem zusammen. 5 Jahre. Ist mal ein Jahr da. Ein Jahr da sind es zwei. Dann, ja, bis ich dann wirklich weg war. Und 5 Jahre ungefähr. Und 8 Jahre war ich drauf. Auf Heroin. Davor waren halt die ganzen anderen Geschichten mit LSD, und Ecstasy und Haschisch und so weiter. Das sehe ich aber nicht als drauf an. Ein wirkliches Problem habe ich nur gehabt mit dem Heroin und mit dem Koks, weil Koks macht einen einfach nur leichtsinnig und verschwenderisch und man scheißt auf alles, solange deine Gier so krass ist. Und wenn du das Pech hast, hey, und Spacen anfängst, also Crack rauchen oder Spritzen. Dann ist es ja noch mit potenziert, das Ganze von der Gier her auch. Ne? Der Turn ist ungefähr 10 Minuten und dann kommt die Gier. Und die ist so richtig krass. Viel stärker, als wie wenn man eine Nase zieht, falls du schon mal eine Nase gezogen hast. Nicht zu empfehlen. Ne? Weil die Gier ist so brutal. Also, ich hab mein ganzes Zeug verkauft. Ich war DJ. Ich hatte wirklich 3 Kisten voll mit Platten, Schallplatten, ganz seltene Maxi-Singles aus dem Hip-Hop-Bereich. Jeder DJ würde sich die Finger danach ablecken. Für 50 Mark habe ich es verkauft. Hey. 50 Mark. Weil ich so gierig war. Okay, Leute, das war's für heute. Peace out. Of you.